Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Wir sind dabei, das Camp zu räumen und die Nester, die da drin sind. Wir müssen jetzt langsam hier vorarbeiten. Ich weiß nicht, wo die anderen Nester sind. Und ja, wir wollen es natürlich irgendwie überleben. Das wäre schon ganz praktisch. Das geht bestimmt schnell hoch. Da ist erstmal noch einer. Beil. Was haben wir denn hier? Ja, von oben ist es immer ganz praktisch. Da können wir gucken, oder liegt jemand? Dort ist auf jeden Fall ein Nest. Kann man ein Nest markieren? Nein. Da oxidiert noch einer rum. Dort. Gut, geht's los. Noch mehr von euch? Sehr schön. Dort ist auf jeden Fall ein Nest drin, da werden wir wieder einen Molotow-Cocktail reinhauen. Nee, du solltest einen Molotow-Cocktail nehmen. Jetzt hast du es. Wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Okay, da kommt noch jemand raus. Wollte ich sie eigentlich irgendwo Richtung rotes Fass locken, das hat nie funktioniert so richtig. Dann müssen wir es so lösen. Da sind sie. Ich weiß nicht, ob mit der Hütte auch ein Nest ist. Das kann man sehen. Dich kann ich zum Glück von hinten ganz entspannt klären. Oh, hier gibt es einen Benzinkanister, den holen wir uns später. Da drüben rennen noch welche rum. Gut, was machen wir jetzt mit dem Gebäude hier? Soll das auch ein Nest sein? Überall hört man Geräusche, das ist echt übel, oder? Wenn wir uns von denen an dem von hinten ranschleichen können, dann mit einem R läuft. Das ist ein Polizeiauto, da könnte Munition drin sein, das probieren wir. Aber vorher will ich noch gucken, ach, das war ein Fass, ne? Ja.
Dann machen wir weiter. Okay, Munition haben wir schon voll. Gut, weiter geht's. Wo ist das nächste infizierte Nest? Nochmal Nägel, sehr gut. Hier haben wir was reingehauen. Hier waren wir, ne? Ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Da müsste man nur noch wissen, wo es da reingeht. Wo man es... Ach, dort hinten ist der Eingang, wo man es anzünden kann. So, hat er denn nicht gerade was markiert hier? Gut, dann... Ich schlage mal aber noch einen Molotow-Cocktail herstellen oder gleich zwei. Das war nix, oder? Na, schreien die so rum. Boah, ist das übel. Auch echt gut gemacht. Ja, in das Lager gehe ich dann rein. Ich guck mal, ob ich sie hier mit einem Schleichangriff beseitigen kann. Das ist immer irgendwie das Effektivste. Natürlich nicht von vorne. Okay. Geht auch von vorne. Gott verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Freaks, was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heiz ich euch ein bisschen ein. Ja, ja, genau. Das ist dann immer die Gefahr, die man dann plötzlich hat. Lauf mal ein Stück weg. So, guter Wolf. Ihn könnte ich mal versuchen von hinten zu bekommen.
Wei. Das nehme ich natürlich mit, das Fleisch, wenn ich schon mal das arme Tier getötet habe. Zumal es mir eigentlich geholfen hat beim Beseitigen der. Wie heißen sie? Und vergessen. So, wir müssen trotzdem mal hier reingehen, ne? Gucken, ob es hier noch ein zweites Nest gibt. Okay. Tatsächlich. Ich muss aufpassen. Nimm dir mal das Ding. Dann machst du dir ein. Sehr gut. Ein Nagelberg setzt es drauf und dann. Das wird euch aufwärmen. Guck dir das mal bitte an. Schön. Schwärmerohr. Passt. Ich hab keine Mollys mehr. Jetzt habe ich wieder drei. Gut, ist hier hinten noch eins? Eieieiei. Komm schon, Leute. Eins noch, ein Nest müssen wir noch finden. Verrückt. Total verrückt. Und da oben ist das letzte Nest. Okay, jetzt haben wir erstmal diese Nester. Koblenz Camp haben wir Vertrauen errungen. Und auch hier haben wir Fortschritt erzielt. Ist natürlich uncool, wenn das hier direkt passiert, während man im Kampf ist. Neuer Fertigkeitspunkt, das gucken wir uns gleich an. Koblenz Camp ist jetzt freundlich. War das letzte? Na, endlich. Freundlich gesinnt, das heißt, wir haben dort sicherlich weitere Dinge freigeschalten. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Hau dich aufs Ohr, Boozer. Liegen Ende. So, ich gehe nochmal gucken, ob ich irgendwas, was ich verbraucht habe, jetzt nachfüllen kann an Material. St. John, hier ist Copeland. Ich habe Boozer länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel.
Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Copeland Ende. Vor allen Dingen die Sachen, die ich verbraucht habe. Also hier habe ich zum Beispiel Pistolenmunition verbraucht. Und ich habe auch für Molotow-Cocktails ja einiges gebraucht. Und deshalb schaue ich einfach mal nach. Wo lag der Benzinkanister? Hat sich das jemand gemerkt? Der lag an dem Bagger irgendwo, ne? Mal gucken. Na, gehst jetzt mal um die Kiste rum. Meine Güte. Lass dich nicht so lange battlen. Weil ich glaube, Benzin sollte man immer dort, wo man auch gerade ist, auch mitnehmen, sofern man welches findet. Kannst du noch mal reingehen? Ja. Transmaterial ist immer gut. Und das nimmst du auch alles mit. Ja. Hast du hier eine Flasche? Ja, bei dem Abschleppwagen, ne, da stand der. Ja, da ist der. Unten drauf. Nimm mal mit. Was warst denn dein Motorrad eigentlich geparkt? Eine blöde Frage eigentlich, weil ich habe ja unten auf der Minimap das Motorrad markiert. Dann sind wir die Straße lang gekommen. Da unten steht's schon. Ja, wird man auf jeden Fall gleich mal nachtanken. Wie gesagt, das bietet sich an, das immer sofort zu machen, wenn man Benzin findet. Man kann es sonst eh nicht mitnehmen, das Benzin. Da kann man es auch. Uns auch reinfüllen. Fertig. Gut, Motorrad ist perfekt. Die Lampe kannst du mal ausmachen und dann schauen wir uns noch mal die Fertigkeitspunkte an. Da hast du ja wieder einen gekriegt. Wir sind schon auf Fertigkeitsstufe 4, das ist wunderbar. Und können mal schauen. Feldreparaturen, das ist vielleicht nicht ganz schlecht, gerade wenn man nagelbesetzten Baseballschläger haben oder sowas. Ich denke, Schrott findet man schon relativ viel. Beim Fernkampf haben wir einen konzentrierten Schuss, da wissen wir nie, wie es geht. Da kann man sich übrigens ein Tutorial anzeigen lassen. Ah, okay, mit der mittleren Maustaste. Ach, wie man auch die andere Sicht aktiviert, alles klar. Und Nahkampf war... Ne, Überleben ist das. Den haben wir schon. Ja gut, dann können wir entweder hier vorne... Mach mal das. Kann nicht schaden. Gut. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Map. Wo sind wir denn? Hier sollen wir hin. Achso, das war der... Friedhof, ne? Genau, und das ist die Mission, wo wir den Drifter ausfindig machen sollen. Und hier ist Copeland. In Copeland sind wir jetzt beliebter, freundlich gesinnt. Gut zu wissen, das müssen wir mal später irgendwie machen, dass wir da hinfahren. Jetzt würden wir uns, glaube ich, aufs Moped schwingen.
Beziehungsweise erstmal speichern. Und dann aufs Moped schwingen. Und dann fahren wir mal der Straße nach. Können doch hier querfeld einfahren, oder? Hier lang, genau. Ja, wir fahren mal zu dem Friedhof. Ich glaube, das ist ganz spannend dort. Ein Vagabundenlager. Ihr Bastarde habt also all die Versorgungstrupps in der Nähe überfallen, stimmt's? Was hat er denn jetzt entdeckt? Und wo hat er denn das entdeckt? Da oben. Steig mal auf und fahr weg, bevor die dich platt machen. Darum kümmern wir uns jetzt bestimmt nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann in das Camp von Copeland, weil wir ja auch unser Motorrad mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen wollen, ein bisschen pimpen wollen. Da gibt es einen Polizeiwagen, aber ich lasse den jetzt mal links liegen, weil ich munitionsmäßig gut ausgerüstet sein müsste. Guck mal, da sitzt auch schon wieder einer im Baum. Boah! Was war das denn? Eieiei. Lauf weg. Alter Schwede. In Deckung. Ach nee, Leute. Das ist ja ärgerlich. Der hat mich mit einem Scharfschützengewehr. Jetzt sind wir wieder hier zurück. Alles klar. Da hat mich mit einem Scharfschützengewehr vom Motorrad geholt. Eieieiei. Ja gut, was soll ich machen? Ich meine, ich kann da bloß langfahren und hoffen, dass er mich das nächste Mal nie erwischt. Kommt, neuer Versuch. Kann natürlich, wie gesagt, auch versuchen, irgendwo... Deserteure, verdammte Dreckskerle. Ihr glaubt, ihr könnt mich überfallen und kommt damit davon? Eine kurze Abkürzung natürlich. Naja, da ist ein Fragezeichen, ich sehe es schon. Ich muss den Scheiß abbrennen. Die Gegend hier sicher machen. Was soll ich jetzt hier irgendwelche Nester beseitigen oder was? Boah, jetzt nehme ich einen Plan. Okay, schauen wir uns mal um. Ja, Schrott, okay. Wo lang? Geht doch.
Okay, das hat jetzt aber nichts mit den Nestern zu tun, oder? Ah, hier sind Fußspuren. Das kann ich brauchen. Das nehmen wir erstmal mit, auch wenn wir es jetzt eigentlich hier nicht direkt brauchen. Pilze, okay. Steinpilz. Nein, nein, nicht hier lang. Könnte nützlich sein. Warum hast du das jetzt kaputt gemacht? Aber die Spur führt doch hier hoch. Was ist das? Na gut, wo? Hoch. Da muss man eh bis zum Ende drücken, sonst. Jetzt hab ich dich. Jetzt steht mein Motorrad gerade ziemlich weit weg, ne? Oh. Tjo. Neuer Versuch. Im Prinzip wissen wir jetzt schon ein bisschen, wo es lang geht. Oder auch nicht. Da gibt es Benzin. Das war das schon die ganze Zeit hier. Eine Machete. Nehmen wir natürlich. Gut, wir fahren einfach weiter, ne? Das bringt da jetzt ja alles nichts. Ich weiß nicht, wo die Nester sein sollen, die wir jetzt angeblich aussortieren, ausräumen sollten. Was ist denn jetzt auf einmal? Okay. Wir wollen den
das Motorrad kaputt oder? Ach nee, wir können es nicht benutzen, will er uns damit sagen. Alles klar. Und die Engelsstatue. Wird schon irgendwo hier rumstehen, ne? Da hinten. Boah, kaputt. Noch mehr Beute. Kommen wir jetzt da rein. Kannst du über den Zaun klettern? Och Leute. Also die Engelsstatue habe ich gefunden, aber wie komme ich rein? Da hinten ist irgendwo eine Markierung. Ach, hier geht's rein. Alles klar. Handholz brauchst du nicht. Hast eine super Machete in der Hand. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Na, da gucken wir uns erstmal den Engel in Ruhe an. Was haben wir hier? Oh, vielleicht da drin. Jo. Sofort. Erstmal. Das Symbol, ja. Das wusste ich noch nicht. Ah, Sammelobjekt, alles. So, was hat er gesagt? Hier irgendwo. Okay. Schieb. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Bushman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Einen Nero-Heli. Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Was ich aber nicht unterstreichen würde, oder? Na, wie ist das? Was mach ich denn jetzt mit dem Drogenfund?
Komm, den machen wir von hinten platt. Legt ein Motorrad. Hast aber einen schönen Sträflingsanzug. Ah, okay, so hat er den so fügt sich die Story zusammen. So, jetzt kann ich es ans Motorrad binden, richtig? Was muss ich dazu machen? Und dann würde ich mal eine Heilung vornehmen. Und so die Helikoptersichtung. Okay. Ja, fahren wir einfach mal los. Das ist, ja, gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Forscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Okay, ich muss leise sein. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Es fängt an zu regnen. Könnte die Freaks rauslocken. Oh, hier scheint ein Nest zu sein. Lange das wohl dauert. Verdammt lange. So lange dauert's. Tja, wie komme ich jetzt dorthin? Was zur Hölle machen wir hier überhaupt? Sprit ist unser kleinstes Problem. Ein Stein werfen, das würde sie ablenken. Einen Stein werfen, sagt er. Ne, hier ist es. Ablenkung. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier mal eine. Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Eine Lücke finden. Was ist mit der Anzeige von deinem Anzug? Okay, unten bleiben.
lange noch? Keine Ahnung. Wir sind fertig, wenn der Dock ist. Scheiße, das dauert ja ewig. So schlimm ist das nicht. Es ist kalt hier draußen. Prüf die Temperatur in deinem Arzt. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir an dem da vorbeikommen. Ich stand noch nicht mal auf dem Dienstplan. Beschwer dich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Rennverdienst 205, ist klar bei dir? Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 500 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort der Subjekte in. Doc, morgen ist Position 23 auf dem Plan. Sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Oberich, wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang, sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein, Anna. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien. Haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven, nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. Subjekte. Und das hier wenn sind O'Brien nicht, die nicht im Flüchtlingslager gestorben ist. Was ist damit Sarah passiert? Nein, vergiss es, das kann nicht sein. Hier war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind in Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kopf als zerfetzt, als würde eine Banane drehen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, Corporal. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Höhlen versiegeln? Ach, klar, als ob das irgendwen kümmert. Oh. Kommt raus, wir wollen doch keinen Ärger! Zurück zum Motorrad. Nichts leichter als das. Da war gerade eine Tafel. Und ja, nennt es Leichtsinn oder Ehrgeiz, ich weiß es nicht, aber die werde ich mir holen wollen. Müssen wir nochmal kurz zurücklaufen, die Tafel holen und dann geht's so zum Motorrad. Wie sieht's aus?
Gut, weiter einen Fortschritt erzählt. Rückstandbolzen. Was ist ein Rückstandbolzen? Weiß ich nicht. Rückstandbolzen lassen Gegner aufeinander losgehen, nutze sie, um Chaos und Verwirrung zu stiften. Gut zu wissen. Boose, hörst du mich? Booseman, kommen! Deke, hey, ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah-Mittner. Was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Bitte nochmal. Oh Gott, O'Brien, du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three Finger Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer! Könnte mir mal jemand sagen, warum ich gerade nicht in der Lage bin, mit einer Fernkampfwaffe zu kämpfen? Oh, das ist zum Haare raufen.